ich habe dort auch einen Blick gemacht in die Outskirts, in den Urwald hinein. Und ich habe dort zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, wie Menschen gejagt werden mit Maschinengewehren, Hubschraubern, aus ihren Dörfern verjagt werden. Ich war selber dabei, als ich mit einem Pater dort ein kleines Indiodorf besuchen wollte. Und ich habe gesehen, wie in dem Moment, wo wir von der einen Seite reinkommen, von der anderen Seite aus dem Busch, bewaffnete Kräfte, paramilitärische Kräfte kommen, Hütten in Brand schießen, die Leute vertreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, heute aus dem Wiener Rathaus. Wenige Tage vor Ostern habe ich heute einen besonderen Gast. Ich habe jemanden heute bei mir, der sich ganz massiv für die Rechte verfolgter Christen in der Welt einsetzt. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Herrn Professor Dr. Elmar Kuhn. Herr Professor, vielen herzlichen Dank. Herr Professor Schmidt, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist ein Zeichen für die so unglaubliche Offenheit unserer Stadt, dass diese Zeitgespräche die gleiche Offenheit auch hinaustragen. Ich danke Ihnen da sehr, sehr herzlich. Herr Professor, wir haben vor Ostern die Tradition, dass wir jemanden aus der christlichen Community einladen, um ein bisschen auch über das Osterfest und über die Bedeutung von Ostern zu reden. Und in einer sehr bewegten Zeit oder in der bewegten Zeit, in der wir leben, ist es ja so, dass Christen auf der ganzen Welt sozusagen an vielen Orten der Welt Verfolgung ausgesetzt sind. Und Sie setzen sich da ganz besonders ein. Was ist Ihre Motivation gewesen, sich da so zu engagieren? Meine Motivation liegt eigentlich in meinem Studium. Ich habe einen Teil meines Studiums in Argentinien gehabt, damals unter dem Rektorat an der Jesuitenhochschule, wo Jorge Bergoglio, unser heutiger Papst Franziskus, der Rektor war. Ich habe dort ganz viel erlebt, weil gerade Argentinien ein Melting Pot ist, ein Schmelztiegel vieler Religionen durch die Einwanderungen, auch vieler Muslime, Christen, Hindus, alles ist dort. Und ich habe dort auch einen Blick gemacht in die Outskirts, in den Urwald hinein. Und ich habe dort zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, wie Menschen gejagt werden mit Maschinengewehren, Hubschraubern, aus ihren Dörfern verjagt werden. Ich war selber dabei, als ich mit einem Pater dort ein kleines Indiodorf besuchen wollte. Und ich habe gesehen, wie in dem Moment, wo wir von der einen Seite reinkommen, von der anderen Seite aus dem Busch, bewaffnete Kräfte, paramilitärische Kräfte kommen, Hütten in Brand schießen, die Leute vertreiben, die uns schreiend entgegengekommen sind. Und wir haben nur den Rückwärtsgang einlegen können und so viele, vor allem Babys, mitnehmen können, wie das Auto ertragen können. Das war für mich als junger Student ein unglaubliches Erlebnis, dass Menschen so etwas Menschen antun können. Aus meinem behüteten Elternhaus, der behüteten europäischen Gesellschaft, ist das für mich einfach ein Relikt einer Zeit gewesen, die wir schon lange abgehakt haben, der Konquistadoren und einer Vergangenheit. Und ich habe das erlebt als Gegenwart in unserer Welt. Das war für mich eigentlich der Impuls dafür, mich mit der Sozialwissenschaft, mit dem sozialen Gefüge von Menschen zu beschaffen. Und was führt dazu, dass Menschen um ihre Lebensgrundlage gebracht werden, nur weil sie jemand anderen im Weg sind. Und davon geht eigentlich ein sehr gerader Weg dann in meine auch wissenschaftliche Tätigkeit, die eher in die religionswissenschaftliche Ebene dann gegangen ist, mit der Dissertation hier in Wien über die Grundlagen von Religion. Und es hat sich Stück für Stück daraus eben eine Arbeit sehr stark in NGO-Bereich ergeben, wo der Einsatz für Menschen, die an den Rand der Existenz gedrängt werden, gewesen ist. Kardinal Schönborn hat mich dann auf Christen in Not verwiesen und gebeten, dass ich dieses etwas herabgewirtschaftete Werk übernehme. Und es ist uns gelungen, innerhalb weniger Jahre Christen in Not zu einer nicht nur ökumenischen, sondern interreligiösen Gemeinschaft zu machen, so wie es in unseren Statuten steht, dass Christen denen helfen, die wegen ihres Glaubens in existenzielle Not geraten. Gehen wir noch ein bisschen zu Ihrer Person zurück. Sie sind studierter Theologe und haben einen faszinierenden Lebenslauf, den ich da vor mir habe. Sie waren Studentenbetreuer, Sie waren dann beruflich in
im Versicherungsbereich tätig, in der Erwachsenenbildung tätig, in der Personalentwicklung tätig, haben dann eine kirchliche Studienkommission geleitet, waren Sozialberater, Coach, Pressesprecher schon für Licht in die Welt. Das ist auch eine sehr verdienstvolle internationale Initiative, Pressesprecher von World Vision Österreich, wo es vor allem sozusagen auch um Rechte auch von Kindern sehr stark gegangen ist. Sie waren wissenschaftlicher Assistent im Erzbischöflichen Amt für Unterricht und Erziehung in Wien, Masterlehrgang, Initiator interreligiöse Kompetenz. Sie waren Dekan der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sie haben das Projekt Interreligiöser und interkultureller Dialog der Erzdiözese Wien entwickelt und sind jetzt von 2011 weg, wenn ich richtig informiert bin, Generalsekretär der Christen in Not. Jetzt gibt's, unsere Zivilgesellschaft lebt von Menschen, die bereit sind, sozusagen über ihren beruflichen Alltag hinaus aktiv und tätig zu werden. Was ist für Sie sozusagen, jetzt außer jetzt dieser persönlichen Begebenheit, die wahrscheinlich ein Schlüsselerlebnis war, aber was ist für Sie sozusagen der Motivationsschub dieses dauerhaften zivilgesellschaftlichen Engagements? Ich denke, das ist eine Grundeinstellung zum Leben, dass Leben ein Geschenk ist. Das ist es für mich als katholischen Christen, weil ich daran glaube, dass wir Geschöpfe eines liebenden Gottes sind. Aber für mich ist es auch ein Stück eigene Geschichte, dass ich so viel geschenkt bekommen habe, auch unverdient geschenkt bekommen habe. Was Sie vorgelesen haben, habe ich ja nicht alles selber erarbeitet, sondern durch meine Arbeit dann erfüllt. Aber die Türen geöffnet haben mir andere. Und da kann ich nur sagen, wenn ich ein Stück davon zurückgeben kann an die Gesellschaft, die mir das ermöglicht hat, dann hat mein Leben auch einen Sinn. Wenn mein Leben nur den Sinn hätte, dass ich meine Ausbildungen und Fähigkeiten dazu benutze, dass ich Geld scheffle und mein persönliches Leben noch besser einrichte, dann ist das für mich etwas, wo ich mein Leben verfehlt hätte. Das ist eine sehr schöne Darstellung und ein sehr schöner Weg, den viele auch in unterschiedlichsten Organisationen auch so teilen und der eigentlich sehr schön beschreibt, was die Grundlagen auch für gesellschaftliches Engagement sind. Jetzt bei Christen in Not, wir haben im Moment sehr bewegte Zeiten, wir haben den Krieg mitten in Europa, wir haben die sehr, sehr schwierige, prekäre Situation im Nahen Osten, wir haben an vielen anderen Orten der Welt, die vielleicht nicht ganz so in unserer medialen Berichterstattung im Fokus stehen, Probleme und Kriegs- und Konfliktzonen. Wo sind Christen am stärksten bedroht? Überall dort, wo Nationalismus und religiös begründeter Nationalismus am stärksten sind. Und das sehen wir in Hindu-Nationalismus in Indien, das sehen wir in muslimischem, islamischem Nationalismus, das sehen wir auch im christlichen Nationalismus in Russland, wo alle nicht konforme Christen genauso unter Druck kommen. Wir sehen es überall dort, wo Menschen sich selber absolut setzen. Mit ihren Vorstellungen, mit ihrer sozialen, kulturellen und vor allem auch eben geschichtlich-religiösen Grundlage. Und daher geht diese enorme Christenverfolgung, die größte ist, die es in der Weltgeschichte gibt und je gegeben hat, mehr als im Römischen Reich, ein Ergebnis davon, dass wir in eine Welt hineingehen, die zu einer taumelnden Welt des Nationalismus und der eigentlich des nur noch auf sich Schauens wird. Also einer sehr eingeengten Sicht von Gemeinschaft. Das, was Politeia eigentlich meint, Politik eigentlich ist, ist ja ein für die Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft arbeiten. Zunehmend wird aber Politik verstanden als ein Instrument, meine eigenen Bedürfnisse vor die aller anderen zu stellen. Und dort, wo das geschieht, werden Menschen, die nicht in diese Richtung gehen, als Ausschussware einer Gesellschaft gesehen, an den Rand gedrängt, vertrieben, vernichtet, die beruflichen Chancen zerstört. Und das ist der Punkt, wo wir als Christen helfen in Not, von unseren Statuten auch einsetzen. Dort, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt sind, helfen wir als Christen, weil wir über unseren Tellerrand hinausschauen. Weil wir nicht wieder Klientelpolitik machen, dass wir für Christen, die anderen Christen helfen, damit Christen eine starke Gemeinschaft werden, die alle anderen verdrängen kann.
sondern dass Christen als wirklich weltweite Gemeinschaft da sind, um die Entwicklung von Gesellschaften zu unterstützen. Wenn ich da eine Schlussfolgerung ziehen darf, dann habe ich den Eindruck, dass eigentlich, Sie sind Katholik, dass Kirche und Christentum eigentlich vom Grundsatz her im Widerspruch zu einer nationalistischen Gesinnung stehen müsste. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja, aber wir haben, wenn wir zurückschauen, zum Beispiel in die Vergangenheit und vor allem auf die blutigen Kriege des 20. Jahrhunderts, dann ist es ja auch für Christen und für Katholiken eine bedrückende Situation, dass Christen und Katholiken gegeneinander Krieg geführt haben. Ne? Dass orthodoxe Christen gegen orthodoxe Christen Krieg führen, dass evangelische gegen katholische Krieg führen, dass wir den 30-jährigen Krieg in Europa haben, mit vielen machtpolitischen Dingen. Und trotzdem haben wir gerade in der katholischen Kirche, die ja bis zu den großen Kirchenspaltungen im Mittelalter die christliche Kirche war, auch da diese Tendenzen, nicht national, das war die Kirche nie, sondern auch gegenüber dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, einen großen Völkerverbund zu sehen. Aber sie war immer in Machtspiele verwickelt. Und da hat sie ihre Sündenfälle erlebt, das ist keine Frage. Das heißt, ich komme vielleicht zur zweiten Schlussfolgerung, wenn Sie haben den Kardinal Schönborn angesprochen, ich darf vielleicht nur Kardinal König ergänzen. Das sind ja schon Persönlichkeiten, die auch sehr, sehr stark, ich erinnere nur an den Dialog deutscher Bundeskanzler Helmut Schmidt mit Kardinal König, die sich sehr stark für den Prozess der europäischen Integration auch eingesetzt haben. Habermas und Kardinal Ratzinger. Natürlich. Sie haben das an vielen Stellen. Die christliche Theologie ist eine offene Theologie, die auch seit den ganzen Sozialenzykliken der Päpste auf den Menschen schaut, auf die Entwicklung der Gesellschaft schaut. Es gibt jetzt ein ganzes Dikasterium, ein Riesenministerium im Vatikan, das sich der Entwicklung des Menschen widmet, weil der Mensch als Geschöpf einfach das Zielpunkt auch aller religiösen Aktion sein muss. Also diese Verbindung von unserem Glauben, der über unser Leben hinausgeht, in einer Erlösung und in einem ewigen Leben, was das Osterereignis uns schenkt, mit einer Lebenssituation, in der unser Leben gelingen soll. Ja. Das ist das, was die Päpste auch angetrieben hat, was eigentlich Jesus antreibt in seiner ganzen Verkündigung. Und dass wir zwischen dem Leben Jesu und seinem Beispiel und den neuzeitlichen Päpsten mit ihrer großen Sozialverantwortung auch einen Gap der Verirrung haben, wissen wir alle. Ja. Aber wir haben versucht, daraus zu lernen. Die christlichen Konfessionen haben aus dem 30-jährigen Krieg, aus 30 Jahren gegenseitig Abschlachten gelernt, dass das nicht der Weg des Lebens sein kann. Und seitdem haben wir jetzt bis zum Ukraine-Krieg in Europa keine konfessionellen Kriege mehr gehabt. Wir haben 400 Jahre Frieden im Konfessionellen. Ja. Wir hatten zwei Weltkriege, die nicht konfessionell waren, sondern die ideologisch geführt wurden. Und wo die Kirchen in beiden Fällen an den Rand gedrängt wurden. Ja, das haben Sie jetzt sehr klar zum Ausdruck gebracht. Die furchtbare Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt uns ja, dass Nationalismen sozusagen auf beiden Seiten in diese unglaubliche Situation geführt haben. Und vor allem der Faschismus das ausschlaggebende Kriterium war. Das heißt, wenn man sagt, dass die moderne Kirche, die Kirche heute auch eine Kirche der Demokratie ist, liegt man da richtig oder falsch? Wie würden Sie da das bin sagen? Ich jetzt sicher nicht der Berufene dazu, weil die Kirche immer mit der Demokratie auch ihre Schwierigkeiten hatten. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sowohl im Bolschewismus und Kommunismus in der Sowjetunion als auch im Nationalsozialismus und Faschismus in Italien und in Deutschland diese Strömungen durch demokratische Wahlen zustande gekommen sind. Durch Manipulationen, wie wir es auch heute in Russland haben. Also Demokratie ist immer auch ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, das Christentum ist nicht automatisch Verbündeter der Demokratie, aber das Christentum ist immer Verbündeter eines Miteinanders, einer Gesellschaft in Toleranz und Respekt. Wenn wir das vergessen, treten wir unser evangelisches Erbe der Evangelien mit Füßen. Ja,
Aber aus meiner politischen Sicht muss man sagen, es gibt keine Alternative zur Demokratie. Weil es ist die Form, die die Menschenwürde sichert, die die Rechtsstaatlichkeit sichert, die auch in weiterer Folge sozusagen die sozialen Rechte ermöglicht. Ne? Ich bin ganz bei Ihnen, aber Demokratie braucht auch immer unglaubliches Engagement der Zivilgesellschaft. Natürlich. In dem Moment, wo Demokratie nur noch durch gewählte Vertreter in Selbstherrlichkeit ausgeübt wird, kommen wir in Zustände, in denen Korruption oder Zerstörung der demokratischen Instanzen, wie wir es in Polen gesehen haben, wie wir es in Ungarn zum Teil sehen, ist das möglich. Also wenn die Zivilgesellschaft die Demokratie nicht mitträgt, kann auch die Demokratie sich verselbstständigen. Das sehen wir genauso. Demokratie darf sich nicht nur auf formale Strukturen beschränken, sondern muss auch ein Lebensprinzip sein. Vielleicht darf ich es anders formulieren. Was ich als Katholik aus dem Evangelium heraus begründen kann, ist, dass es eine Einflusssphäre der Religion und eine Einflusssphäre des Staates gibt. Beides zusammenzuwerfen, führt ins Verderben. Das heißt, dort, wo die Religion wirklich den Menschen Sinn gibt und dort, wo die Politik wirklich kontrolliert, mit Kontrollinstanzen, den Menschen in der Entwicklung hilft, dort ist das gesellschaftliche und kulturelle Leben auch im Einklang. Aber ich glaube, der respektvolle Dialog ist etwas ganz Wichtiges. Ja, ja, und der respektvolle Politiker wäre der nächste Schritt. Natürlich, ja. Aber Sie haben Sie ja stark übrigens gemacht. Weil Sie diese ganzen Fragen, die uns ja ein bisschen vom Thema Christenverfolgung wegbringen. Dann kommen wir schon wieder hin. Ne, ja. Ich darf es aber vielleicht kurz damit abschließen. Ich bin auch der Präsident der Coalition of Faith-Based Organizations in Europa und Mitglied im internationalen Steuerungsorgan. Das ist genau das, was wir tun, dass wir Religionen ins Gespräch um des Friedens willen zusammenbringen. Und das ist was, wo wir auch immer wieder in Kontakt mit der Stadt Wien sind, weil wir dieses um des Gelingens der Gesellschaft tun, dass Religionen eben nicht Teil des Problems sein müssen, sondern Teil der Lösung sein können. Absolut. Wir sind hier im Wiener Rathaus. Der Wiener Bürgermeister hat vor kurzem diesen Rat der Religionen für Wien geschaffen, auch mit großer Unterstützung des Herrn Kardinal. Und ich komme selber aus einem vorberuflichen Leben. Da haben wir sozusagen auch viel getan, um diesen Dialog der Religionen untereinander gemeinsam dann sozusagen mit der Regierung entsprechend zu fördern. Kardinal Schönborn hat immer gesagt, dass das einmalig für die österreichische Situation ist. Ja? Das ist übrigens das, was wir bei christeninnot.com auch aufgreifen. Ja. Wir fühlen uns verpflichtet, mit allen unseren Projektpartnern die interreligiösen Gespräche zu betreiben, weil das Falscheste, was man tun kann, ist, dass wir eine christliche Community so fördern, dass sich eine Blase bildet, in der es ihnen besser geht als den anderen. Ja. Das fördert Neid und Missgunst. Wir brauchen immer die Chancen für alle, die in der Gesellschaft da sind. Und wir integrieren darum in all unsere Ausbildungsprojekte auch Nicht-Christen. Ja, Sie haben sich ja immer eingesetzt, auch für den Dialog der Religionsgemeinschaften gemeinsam. Und ich glaube, dass das auch eine österreichische Spezifität ist, dass die alle sozusagen rund um den Tisch, wir haben 16 anerkannte Kirchen- und Religionsgemeinschaften und die sitzen alle irgendwie bei bestimmten Anlässen beieinander und diskutieren ihre gemeinsamen Themen. Der Unterschied von der Coalition of Faith-Based Organizations, die diskutiert, die das Gespräch sucht, die den Dialog sucht, zu Christen in Not ist der, dass Christen in Not die Aktion sucht. Ja. Also wir sind eine Grassroot-orientierte NGO, die den Menschen vor Ort hilft, ihr Leben in Respekt und Toleranz auch durch die Umgebungsreligion in den Griff zu bekommen. Ja, jetzt haben Sie Ihre Tätigkeit hier von Wien aus in Angriff genommen. Sie beobachten die internationale Situation. Wo sehen Sie denn jetzt die bedeutendsten oder die wichtigsten Krisenherde, die für Sie in der täglichen Arbeit eine Rolle spielen? Wir versuchen bei Christen in Not dort tätig zu sein, wo niemand sonst hinschaut. Ein Beispiel, wir unterstützen auch die Arzach-Flüchtlinge, also aus Bergkarabach die Flüchtlinge, aber nicht an den Bistümern der Grenze, wo die ganze internationale Hilfe hingeht, sondern dort, wo keiner hinschaut, in den Norden,
Armeniens, wo in einer Erzdiözese eben auch eine große Anzahl von Flüchtlingen hinkommen und Fuß zu fassen suchen. Aber das ist nicht an der Grenze und damit ist es aus dem internationalen Fokus. Wir sind dort tätig. Ja, zum Beispiel. Und wenn man jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, Ihre Aktivitäten, wie versuchen Sie da zu unterstützen? Wir gehen immer vor Ort Bündnisse mit Vertretern, mit Partnern vor Ort ein, die das Land und die Situation kennen. Also soziale oder politische Unterstützung oder beides? Möglichst beides, meistens aber sind es dann doch Pfarrer, Bischöfe oder NGOs, die in diesem Bereich auch tätig sind, weil die Kontakte haben. Das führt dazu, dass wir auch eigene Christen in Not Vereine zum Beispiel in Nigeria gegründet haben, weil die eben vor Ort Christen in Not mit allen sozialen und politischen Umständen viel besser beurteilen und handeln können, als wir das in Österreich können. Ja, das heißt, da müssen Sie auch international sehr, sehr gut vernetzt sein. Ja. Ja, das ist das A und O unserer Arbeit. Sehr hilfreich ist dabei natürlich die katholische Kirche. Wir haben mit dem Dikasterium für den interreligiösen Dialog einen sehr guten Kontakt und da gibt es viele Hilfestellungen, auch diese internationalen Verbindungen zu schaffen. Ich werde jetzt im Sommer in Lima einen Veranstaltungszyklus mit Kardinal Czerny zusammen haben, was sehr wichtig ist, um eben auch in der Situation der lateinamerikanischen Christen das Thema Christenverfolgung und miteinander gegen die Narrative der Gewalt vorzugehen, sichtbar macht. Und das ist eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung, weil die katholische Kirche eben wirklich eine umfassende, weltumfassende katholische Kirche ist, die überall einfach Partner auch benennen kann und uns zur Verfügung stellen Aber kann. Aber es wird wichtig sein, dass man Probleme als solche auch sichtbar macht. Ich denke, das ist... Auch gegenüber den Medien, das ist die zweite Ebene. Berichterstattung gegenüber internationalen Organisationen. Das ist, bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Ein Beispiel, das jetzt gerade virulent ist, es gibt ein 20-jähriges junges Mädchen, Medizinstudentin, die gerade ihre ersten Prüfungen gemacht hat, die in Asyut in Ägypten an die Uni gegangen ist, die freudestrahlend aus der ersten Prüfung gekommen ist, noch mit ihren Prüfungsunterlagen, sich dort in den Park gesetzt hat und ausgeatmet hat, auf ihren Freund gewartet hat. Da ist ein Auto vorgefahren, sie wurde in das Auto gezerrt und seitdem ist sie verschwunden. Das ist eine Perle aus einer Perlenkette der Verfolgung, der Entführung für Zwangsislamisierungen und Zwangsverheiratungen. Wir wissen, dass die Polizei weitgehend untätig geblieben ist und was wir getan haben, ist dann eben auch mit Petitionen an den Staatspräsidenten Aziz und an die Botschaft hier die Zivilgesellschaft zu informieren. Ja. Und soweit wir das sehen, haben diese Petitionen dazu geführt, dass die Polizei zumindest jetzt ein Auge aufmacht. Ja. Das ist ein großer Erfolg, weil also sie vorher weggeschaut hat. Auch die internationale Aufmerksamkeit. Ganz wichtig. Ne? Wir haben das in Pakistan gesehen, bei Blasphemie-Prozessen, dass wir, wenn gar nichts mehr geht, dass dann die internationale Aufmerksamkeit sehr hilft. Weil in Pakistan immer noch ein wirkliches Rechtssystem da ist, wo zumindest die international, also die Höchstrichter, sehr, sehr offen für die demokratischen Grundlagen sind. Haben wir übrigens in Sudan auch erlebt, wo auch eine Christin verleumdet und dann eben eingesperrt wurde, weil sie angeblich den Propheten geschmäht hätte, was eine Lüge ist wie in nahezu allen dieser Fälle. Ich habe damals mit dem sudanesischen Botschafter in Wien Kontakt aufgenommen. Wir haben einen Flashmob dort auch organisiert. Ja. Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und dann, wie es der Zufall will, 3 Wochen später ist dieser Botschafter, mit dem ich eine sehr gute Basis hatte, als Minister in den Sudan zurückgerufen worden. Und das Erste, was er getan hat, ist, in dieses Gefängnis zu gehen und diese Frau herauszuführen, weil es keine Grundlagen gab für eine Inhaftierung und Verurteilung. Das sind sehr schöne, wertvolle Beispiele. Jetzt haben wir, wie ich hoffe, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, auch viele aus dem politischen Bereich. Wenn man die Initiativen, die Sie da setzen, unterstützen möchte, was muss man, kann man, soll man da tun? Ja, von uns aus ist das allererste, dass wir auch
die politische Verantwortung wahrnehmen, die Bundesregierung in Pflicht nehmen, die Landesregierung in Pflicht nehmen. Wir können gerade aus Wien mit dem Respekt, den wir international genießen, so viel bewegen, wenn wir ein Stück unserer Erfahrung, unserer auch interreligiösen Zusammenarbeit in der Stadt weitergeben und darauf drängen, Wien ist ein erfolgreiches Modell einer Stadt, die sich entwickelt, die finanziell, wirtschaftlich, menschlich und sozial ein einmaliges österreichisches Rezept hat für Erfolg und international ein Vorbild ist für andere Städte. Zu zeigen, dieses Zusammenarbeiten der Religionen führt dazu, dass ein Gemeinwesen, eine Stadt florieren kann, weil alle sich einbringen. Das Auseinanderdividieren führt zu Stillstand. Das ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Darf ich Sie nur fragen, so wenige Tage vor Ostern, Sie sind Theologe, Sie sind Katholik, Sie sind engagiert, Sie sind Aktivist und so weiter. Was ist Ihre Botschaft zu Ostern 2024? Naja, die erste Botschaft ist die, dass bei aller politischen Aktionen, die wir auch miteinander gestalten können, schlichtweg alle Projekte, die wir machen, um dieses Christenhelfen in der Not umzusetzen, schlichtweg auch Spenden brauchen. Ohne Spenden können wir nicht helfen aus Österreich. Also wer zu Ostern wirklich etwas tun will, was über den Tellerrand hinausgeht, eine Spende an Christen in Not bedeutet auch unmittelbare Hilfe für die, die sich selber nicht mehr helfen können. Aber als Theologe, wenn Sie mich fragen, ist Ostern das, was ich in allen unseren Projekten bei den Christen erlebe. Und wenn sie noch so vertrieben und geschlagen, wenn ihre Familie ausgelöscht wurde und sie überleben als Kinder oder als Frau, wenn also nur ein Teil überlebt, so wie in Nigeria, was all diese Christen bewegt ist, Ostern bedeutet, das, was uns als Menschen als Ende gegeben ist, ist nicht das Ende, das wir von Gott haben. Es gibt eine Hoffnung über ein Leben über den Tod hinaus und es gibt eine Hoffnung für dieses Leben über die momentanen Karfreitage der eigenen Christenverfolgungserfahrungen hinaus. Der Karfreitag und der Ostertag sind so eng miteinander verbunden, dass Ostern ohne Karfreitag nicht denkbar ist. Karfreitag ist das, was auch in der Christenverfolgung, der Verfolgung religiöser Menschen weltweit immer mehr zur Tatsache und zum Allgemeingut wird. Verfolgung wird geradezu hoffähig in nationalistischen Gesellschaften, dass aus dieser Verfolgung des Karfreitags heraus auch die Kraft gibt, über den Karfreitag und durch die Verfolgung hinaus einen Weg in die Zukunft zu gehen, Hilfe anzunehmen, Hoffnung zu haben, weil unser Glaube uns sagt, mit den Karfreitagserlebnissen in unserem persönlichen Leben ist das Leben nicht zu Ende, sondern es gibt ein Danach. Ein Weg nach dem Omega. So ist es. Herr Professor, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen schöne Ostern, ein gelungenes, ein gesegnetes Fest und persönlich alles, alles Gute für Ihre weiteren Aktivitäten. Ich danke Ihnen und danke für die Einladung und sehr, mögen sehr gerne. Wir alle aus diesem Osterfest Kraft auch für einen Weg in unsere Zukunft finden. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Dankeschön.